Oh mein Gott, Freunde, wir werden im heutigen Video alle neuen Kassetten-Skins uns kaufen. Ich glaube, ich finde den schon mal echt cooler als den normalen Seitheischungen noch. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Team Lukas Kanal, Freunde. Es ist ein ultra krasses neues Event in StumbleGuys am Start und zwar Retro Rumble. Das Ganze hört sich auf jeden Fall schon ultra cool an. Es ist ein neues Event, in dem man nicht nur richtig krasse Belohnungen hier sammeln kann, Leute, ihr seht es schon, sondern auch eben, ja, ganz, ganz viele von diesen Kassetten. Und dadurch bekommt man dann einfach extrem nice Skins dieses Mal wieder, Leute. Und zwar, ja, einmal hier diesen epischen, dann diese Animation einfach, ne. Dann wird es hier immer krasser, meiner Meinung nach. Der Neon ist okay. Dann dieser, Alter, dieser legendäre ist schon übelst nice. Und dann für 9800 ein Spezialskin. Und zwar der Pixel Taishogun-Skin. Richtig, richtig krank, Leute. Bevor es losgeht, abonniert gerne meinen neuen Reaktionskanal Lugas. Dort kommen auf jeden Fall jeden Tag neue Videos online. Also, Leute, abonniert es. Link in der Beschreibung. Ich würde sagen, wir spielen auf jeden Fall mal eine Runde und versuchen, den Win zu holen. Und dann schauen wir mal, wie viele Kassetten wir bekommen haben. Let's go. Okay, Leute. Lost Temple haben wir einfach mal als erstes. WTF, Junge, mit 32 Leuten. Das habe ich echt auch fast noch nie gespielt. Oh mein Gott, hier sind überall diese Kassetten am Start, Bro. Alter, ich muss jetzt aber hier erstmal auf jeden Fall weiterkommen. Das ist mir jetzt erstmal wichtiger, Leute. Okay. Oh nein, Digga, ich bin da komplett runtergefallen. Das war richtig belastend. Nein, Bro. Oh mein Gott. No. Ey, Alter, das war richtig schlimm. Ich habe so schlecht gespielt, Leute. Ich habe gefühlt keine einzige Kassette auch eingesammelt. Bin hier richtig hektisch gewesen, muss ich sagen. Aber, ey, Hauptsache, wir kommen auf jeden Fall in der Runde 1 weiter. Oh mein Gott, ich muss mich echt... Digga! Ey, ich bin an diesen Typen dran. Ich muss mich echt wieder komplett neu einspielen, merke ich, Leute. Das ist echt richtig schlimm. Ich habe Lost Temple lange irgendwie nicht mehr gehabt, muss ich sagen. Okay. Oh nein, die Banane wollte ich eigentlich gar nicht werfen hier. Bin ich ehrlich mit euch. Oh mein Gott, okay, let's go. Hauptsache, wir sind erstmal weitergekommen. Gleich können wir noch mehr Kassetten sammeln. Okay, Leute, Halbfinale, Bombardement. Ihr seht schon überall diese krassen Kassetten, Junge. Oh mein Gott, jetzt können wir richtig viele, glaube ich, einsammeln. Zack, und okay, nee, eine haben wir nur bekommen. Digga, das ist ja komplett lost. Aber das Wichtigste ist sowieso, Leute, Platz 1 zu werden. Weil dann kriegt man die meisten Kassetten, natürlich. Ihr wisst Bescheid. So, und boom. Alter, let's go, Leute. Okay, wir schauen einfach mal, dass wir hier auf jeden Fall weiterkommen. Das ist das Wichtigste. Einfach weiterkommen. Oh mein Gott, die Bombe hier, Alter. Okay, Alter, der hat schon den Diamond Demon, dieser Typ hier wieder. Ich check das nicht. Wie kann das sein, dass man den bekommt? Also, ich habe weder den noch den Boltskin bisher, Leute. Obwohl ich echt regelmäßig die Swins mache. Ich muss echt sagen, da bin ich echt geisteskrank unlucky. LOL! Digga, Countdown? Seit wann ist hier so ein Countdown, Alter? Habe ich wohl irgendwas verpasst auf jeden Fall. Das ist ja sehr krass. So, nochmal hier die Banane reinwerfen, Leute. Oh mein Gott, ich will nicht rausfliegen hier. Zack, einmal hier umboxen auf jeden Fall. Okay, Bro. No. Alter, Junge. Okay, so langsam fühle ich mich ein bisschen unwohl hier in der Mitte, muss ich sagen. Come on. Ja, let's go. Wir sind im Finale, Leute. Und jetzt müssen wir nur noch den Win holen. Okay, Leute. Finale Lava Land. Ich würde sagen, wir können auf jeden Fall, ja, so gerne hier die ein oder andere Kassette mitnehmen. Allerdings muss ich sagen, Leute, das Wichtigste ist eher halt, den Win zu holen. Vielleicht, wenn man natürlich so goldene Kassetten findet, wäre das auch krass. Ich weiß nicht, ob es dieses Mal goldene Kassetten geben wird überhaupt, aber... Ja, bei diesen Ostereiern gab es ja goldene Eier oder auch bei diesen, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oder bei diesen, Pömpeln gab es ja auch so goldene Pömpels, ne, und so weiter. Und bestimmt gibt es auch wieder, denke ich mal, goldene Kassetten, wenn man sehr viel Glück hat. Okay, zack, oh mein Gott, okay, okay. Nein, Digga, er hat mich, oh mein Gott, er hat mich richtig ehrenlos weggeboxt. Nein! Bro, ey, er hat mich so ehrenlos weggeboxt, Leute. Schade. Wir haben auf jeden Fall insgesamt 61 Kassetten schon mal für die erste Runde bekommen. Und da können wir... Oh, lol, wir können direkt 25 nochmal abholen. Alter, das ist gar nicht mal so schlecht. Wir haben jetzt 86. Das ist natürlich jetzt nicht ultra viel, Leute.
wenn man überlegt, wie viele wir wirklich brauchen. Aber Leute, ich würde sagen, wir sind ja der gute alte Pay-to-Win-Lukas. Deswegen kaufen uns jetzt einfach mal alle von diesen Retro-Angeboten, Leute, mit den Kassetten. Let's go. Okay, Leute. Und ich würde sagen, wir holen uns auf jeden Fall das nächste Angebot hier auch nochmal mit den 3000 Kassetten. Let's go. Und das nächste würde ich sagen auch noch. Let's go, Leute. Und jetzt kommt auf jeden Fall so ziemlich das fetteste Angebot auf jeden Fall. Und zwar das mit den 8000 Kassetten, Junge. Okay, Leute. Let's go. 8000 Kassetten, 3600 Juwelen. Ich würde sagen, wir holen uns aber... Ja, komm, wir holen uns jetzt erstmal die Skins und hoffen mal, dass das reicht. Als allererstes, das ist auf jeden Fall das Wichtigste, Leute. Digga, schaut es euch an, Mann. Richtig heftig. Der Sai Taishogun Pixel. Junge, lol. Ey, den werden wir gleich direkt mal testen, Leute. Sehr, sehr kranker Skin, meiner Meinung nach. Dann haben wir als nächstes einmal den legendären hier nochmal. Oh mein Gott, Digga, der ist übelst krass. Stumble Invaders, auf jeden Fall auch sehr cool. Wie viel haben wir jetzt noch übrig? 1800 Kassetten. Okay, ich würde sagen, ich glaube, diesen Retro-Robo habe ich sogar schon. Ich bin mir gar nicht sicher. Aber ich werde auf jeden Fall nochmal kaufen für den Neon-Skin. Let's go, Leute. Kauf abgeschlossen. Und ich würde sagen, wir holen uns nochmal hier den Neon. Let's go. Okay, okay, okay. Dann würde ich mal sagen, Leute, wir testen jetzt mal den neuen Sai Taishogun in der Pixel-Version. Und zwar direkt hier auf jeden Fall in dem Event. Let's go. So, Leute, Jungle Roll ist die erste Map. Ich muss auf jeden Fall schon mal sagen, ich glaube, ich finde den schon mal echt cooler als den normalen Sai Taishogun, Leute. Also, wenn ich ehrlich bin. So, zack. Oh mein Gott, Leute, nein. Oh mein Gott, ich muss hier auf die rechte Seite schnell, damit ich auf jeden Fall weiterkomme. Das ist, wie gesagt, das Wichtigste. So, okay, zack, einmal hier rüber. Und ich würde sagen... Oh, Bruder. Okay, okay. Alter, let's go. Dann einmal nochmal hier rüber jumpen. Und boom, nein. Oh mein Gott. Richtig lucky, richtig unlucky, Leute. Aber ja, ihr seht auf jeden Fall schon mal den Sai Taishogun in der Pixel-Version. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, Leute, wie ihr den findet. Also ich finde ihn persönlich, glaube ich, echt sehr, 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 sehr cool. Bro, als ob ich jetzt nicht weiterkomme. Als ob ich jetzt nicht weiterkomme. Nur weil ich den einen Fehler da gemacht habe. Aber nee, ich glaube, das müsste noch reichen. Nice. Okay, wir sind nochmal weitergekommen. So, Leute. Laser Tracer ist jetzt einfach mal am Start. Und zwei Leute in der Lobby haben wieder diesen Boltskin. Ich check's wirklich nicht. Bro, was habe ich denn gemacht? Ey, kompletter Fail, Leute. Da bin ich komplett drüber hinausgeschossen. 41 haben wir jetzt nochmal bekommen von den Kassetten. Ja, Leute, auf jeden Fall, aber sehr, sehr nice Sache. Lasst gerne nochmal ein Like, dann kostet das Abo. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.